Herzlich willkommen zu einem weiteren Abend, zum neunten Abend unserer Vortragsreihe Vom Schatten zum Licht. Heute haben wir ein sehr wichtiges Thema. Wir werden nämlich den Schweizer Reformator behandeln, den Zwingli. Und so möchte ich auch alle Schweizer grüßen, die heute hier anwesend sind oder die uns übers Internet zuschauen. Vielleicht haben Sie sich mal die Frage gestellt, oder sich mal Gedanken gemacht, wenn sie diese Reformatoren gesehen haben, dass sie gesagt haben, Mensch, das waren besondere Menschen. Das waren Menschen, die Gott ganz besonders gebrauchen konnte, aber wenn ich mich anschaue, mit mir kann Gott nichts anfangen. Denn ich bin nicht gut genug, ich habe nicht die Fähigkeiten, ich kann im Werk Gottes nichts bewirken. Wenn Sie so denken, habe ich eine gute Nachricht für Sie. Denn in dem Buch Vom Schatten zum Licht, das wir hier auch behandeln, gibt es ein interessantes Zitat auf der Seite 159. Da heißt es, bei der Wahl der Werkzeuge für die Erneuerung der Kirche wird der gleiche göttliche Plan sichtbar wie bei ihrer Gründung. Der himmlische Lehrer ging an den Großen der Welt, die Titel und Reichtum besaßen und es gewohnt waren, als Anführer des Volkes Lob und Ehre zu empfangen, einfach vorüber. Diese waren in ihrer eingebildeten Überlegenheit nämlich so stolz und selbstsicher, dass sie gar nicht mehr dazu bewegt werden konnten, ihren Mitmenschen Anteilnahme zu zeigen und Mitarbeiter des demütigen Mannes von Nazareth zu werden. Wer auch ein Reformator werden möchte, vielleicht zuallererst in seinem eigenen Leben, der kann hier zwei wichtige Prinzipien mitnehmen. Ein wichtiges Prinzip ist die Anteilnahme für andere Mitmenschen, die Liebe für andere Mitmenschen. Und gleichzeitig Jesus Christus demütig zu folgen. Wer viel von sich hält und meint, er hat die ganze Weisheit, er braucht sich von anderen nichts mehr sagen zu lassen, der wird es schwer haben, dass Gott ihn benutzen kann. Aber wer sagt, ich möchte von Jesus Christus lernen, ich möchte ihm nachfolgen und schauen, wie er es gemacht hat, den kann Gott, genauso wie er diese Reformatoren benutzt hat, um Gutes zu tun, den kann Gott jeden von uns hier genauso gebrauchen. Das ist die gute Nachricht, bevor wir jetzt sozusagen uns auch mit Zwingli beschäftigen. Zwingli wurde in der Schweiz geboren. Und wer schon mal in der Schweiz war, wird sicher wissen, wie schön es dort ist. Diese wunderschönen Berge und diese majestätischen Berge, wenn man so in die Natur schaut, geben einem so den Eindruck, dass Gott wirklich groß und gewaltig sein muss. Und genau das war es auch, was Zwingli dazu gebracht hat, Gottes Größe durch diese Berge so kennenzulernen. Hier können wir sein Geburtshaus sehen, das in Toggenburg steht. Es ist heute ein Museum und kann besucht werden. Seine Großmutter erzählte ihm biblische Geschichten, denn damals war es ja nicht möglich, biblische Geschichten vorgelesen zu bekommen. Es gab ja sehr wenig Bibeln. Und so hatte sie ihm die Geschichten aus der Bibel einfach am Abend erzählt. Das Problem in der damaligen Zeit war es aber, dass viele biblische Geschichten leider auch mit Legenden vermischt waren. Und so hatte er doch aber die Möglichkeit gehabt, durch seine Großmutter einige der wichtigen Geschichten aus der Bibel kennenzulernen. Da sein Vater diesen Wunsch hatte, dass sein Sohn eine gute Ausbildung bekommt. Ich meine, wer hat diesen Wunsch nicht für seine Kinder? So hat auch sein Vater diesen Wunsch gehabt, dass sein Sohn, der wirklich auch begabt war, eine gute Bildung bekommen sollte. Und sie haben nach guten Lehrern Ausschau gehalten und so fanden sie in Bern eine gute Schule, wo er dort zur Schule ging.
Das Problem aber war, dass nicht nur sein Vater erkannte, dass er gute Fähigkeiten hatte, sondern auch die Franziskaner und Dominikanermönche. Denn diese dachten sich, wenn wir es schaffen, ihn für uns zu gewinnen, also die Dominikanermönche wollten ihn für sich gewinnen und die Franziskanermönche wollten ihn auch für sich gewinnen. Und sie dachten, wenn wir es schaffen, ihn für uns zu gewinnen, dann werden wir unsere Einkünfte steigern, denn wir wollen ja das Volk beeindrucken und man kann das Volk natürlich mit intelligenten, gebildeten Menschen gut beeindrucken, denn der Zwingli hatte eine hohe Auffassungsgabe. Er hatte Fähigkeiten in Poesie und Rhetorik und so konnte er Menschen beeindrucken. Das haben sie auch entdeckt und wollten das für sich nutzen. Zum Glück erkannte aber sein Vater diesen Plan und holte ihn noch rechtzeitig, bevor er einem Orden sich anschließen konnte, von dieser Schule runter und holte ihn nach Hause. Denn wenn man in einem Orden erstmal drin war, war es sehr, sehr schwer wieder rauszukommen. Eigentlich fast gar nicht mehr. Später studierte er Theologie in Basel, denn Zwingli hatte auch den Wunsch, Priester zu werden. Er wollte für den Herrn arbeiten, dem Herrn dienen und so studierte er Theologie. Und an diesem Ort hörte er zum ersten Mal die frohe Botschaft von der freien Gnade, dass das ewige Leben umsonst ist, als ein Geschenk. Das hat er zum ersten Mal an diesem Ort gehört. Denn er dachte, so wie es üblich gelehrt worden ist, dass um das ewige Leben zu bekommen, du Gott etwas bringen musst. Geld, Gebete, Rituale und so weiter. Hier hörte er zum ersten Mal, dass nicht Gott etwas von uns bekommen muss, sondern dass wir von Gott etwas bekommen müssen, nämlich Jesus Christus, seinen Sohn, den er für die Welt gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nachdem Zwingli sein Studium beendet hatte, wurde er Pfarrer im Kanton Glarus. Und dort hat er sich das zum Ziel gesetzt, dass er nach seiner Priesterweihe die Bibel ganz genau mal studieren wollte. Er wollte sich ganz bewusst Zeit nehmen, das zu studieren, was die Bibel sagt. Nicht das, was die Kirche sagt, sondern das, was die Bibel sagt. Was sagt denn die Bibel? Was lehrt Gottes Wort? Und so hat er ein wichtiges Prinzip sich zu eigen gemacht. Und vielleicht ist es auch wichtig, dass wir darüber reden. Er hat sich vorgenommen, dass er für sich die Bibel als das wahre und unfehlbare Wort Gottes annimmt. Heute gibt es Menschen, die sagen, naja, die Bibel wurde von Menschen geschrieben, also ist das Menschenwort. Und dann fangen sie an zu sagen, was in der Bibel wahr ist, was in der Bibel nicht wahr ist, was in der Bibel inspiriert ist und nicht. Und dann passiert etwas, vor was uns Jesus Christus eindeutig warnt. Denn nicht wir kritisieren die Bibel, sondern die Bibel kritisiert uns. Nicht wir stehen über der Bibel, sondern die Bibel steht über uns. Die Bibel ist das unfehlbare Wort Gottes. Die Bibel ist zuverlässig und vertrauenswürdig. Zwingli hat es sich gesagt, ich möchte der Bibel vertrauen. Und deshalb konnte er Großes bewirken. Gleichzeitig hat er auch erkannt, dass die Bibel sich selber auslegt. Das ist ein wichtiges Prinzip, auch wenn man zum Beispiel die Bücher Daniel und die Offenbarung studiert. Wir können nicht einfach anfangen, irgendwas da rein zu interpretieren, sondern wir müssen die Bibel so nehmen, wie es da steht. Wenn die Bibel erklärt sich an anderen Stellen selbst. Man muss nur suchen. Und genau das hat Zwingli gemacht. Er hat sich hingesetzt und die Bibel unter Gebet studiert. Und was er dabei herausgefunden hat, schrieb er auf und da heißt es auf der Seite 162,
Die Lehre, die Zwingli verkündigte, hatte er nicht von Luther übernommen. Es war die Lehre Christi. Predigt Luther Christus, schrieb der schweizerische Reformator, so tut er eben dasselbe, was ich tue. Nie habe ich einen Buchstaben an Luther geschrieben, noch Luther mir. Und warum? Damit klar würde, dass der Geist Gottes mit sich selbst im Reinen ist, da wir beide, ohne Kontakt zu haben, die Lehre Christi in solcher Übereinstimmung lehren. Obwohl die beiden den Kontakt nicht hatten, hatte sowohl Luther als auch Zwingli erkannt, dass wir allein aus der Gnade und aus dem Glauben an Jesus Christus gerettet werden. Zwingli wurde im Jahre 1516 Pfarrer im Kloster Einsiedeln. Und dieses Kloster war berühmt, nicht nur vor Ort sozusagen in der Umgebung, sondern über Landesgrenzen hinweg. Viele Menschen kamen zu diesem Kloster, denn dort gab es ein wunderwirkendes Bild von der Jungfrau Maria. Dieses Bild. Und die Menschen kamen durchs ganze Jahr hindurch an diesen Ort, aber ganz besonders an einem Feiertag, wo dieses Bild eingeweiht worden ist. Da strömten die Pilger nur so her. Und sie wollten natürlich die Rituale durchführen, um Seelenheil zu erlangen. Und dieses Bild, die Maria, ist ganz schwarz. Also sie hat ein schwarzes Gesicht, auch das Kind, das sie in den Armen hält, das Jesus sein soll. Das ist schwarz geworden durch den Ruß der vielen Kerzen. Und so macht es natürlich einen prächtigen Eindruck, das ganze Gold drumherum und wie das dann so leuchtet, dieser Farbenkontrast. Zwingli nutzte aber diesen Moment, wo so viele Menschen herkamen, um dem Volk Gottes das Evangelium zu verkündigen. Er sagte, meint nicht, dass Gott in diesem Tempel eher ist als an irgendeinem anderen Ort der Schöpfung. Können unnütze Werke, lange Wallfahrten, Geschenke und Bitten an die Jungfrau oder die Heiligen euch die Gnade Gottes sichern? Was hilft das Plappern von Worten, mit denen wir unsere Gebete schmücken? Welchen Wert haben eine glänzende Kapuze, eine säuberlich geschorene Glatze, mit Gold geschmückte Schuhe? Gott schaut das Herz an, aber unsere Herzen sind fern von ihm. Christus, der einmal für uns am Kreuz geopfert wurde, ist das Opfer, das Sühne gebracht hat für die Gläubigen bis alle Ewigkeit. Eine mächtige Predigt, oder? Und auf den Punkt gebracht. Was bringt das alles, dass man sich da dies und jenes tut, um Gott zu gefallen? Was Gott möchte, ist unser Herz. Leider war vielen diese Botschaft unangenehm. Soll uns eigentlich nicht verwundern, denn in Johannes 1, Vers 11 heißt es, Jesus Christus kam in sein Eigentum, er kam zu seinem Volk. Und wie geht es dort weiter, was heißt es dort? Die Seinen nahmen ihn aber nicht auf. Es muss klar sein, dass die christliche Botschaft, die biblische Botschaft nicht populär ist. Wir müssen nicht meinen, dass wir die ganze Welt mit dieser frohen Botschaft erreichen werden. Denn die Bibel und auch Jesus Christus, er war nicht populär. Und trotzdem gab es Menschen, die ihn natürlich aufnahmen. Leider waren diese Menschen, denen diese Botschaft unangenehm war, so eingestellt, dass sie gesagt haben, uns sind die Rituale, die wir von der römisch-katholischen Kirche kennen, wichtiger. Wir machen das und dann haben wir unsere Pflicht getan und dann muss schon alles stimmen. Andere freuten sich aber über diese Nachricht der Erlösung, dass Gott, Jesus Christus,
uns das ewige Leben umsonst schenkt. Und weil die Regeln, die Rom aufgestellt hat, was du tun musst, um gerettet zu werden, mach dies und jenes, das hatte ihnen keinen Seelenfrieden gegeben. Sie hatten nicht diese innere Ruhe. Und als sie das erkannt haben, haben sie diesen Frieden erfahren. Und dadurch konnten sie das dann auch weitergeben. Der Nebeneffekt war, dass die Einnahmen der Opfergaben natürlich sanken. Denn Zwingli predigte ja dagegen. Jetzt sanken die Einnahmen der Opfergaben und dadurch auch sein Gehalt. Und jetzt könnte man sagen, der hat sich bestimmt geärgert, oder? Ganz im Gegenteil, der hat sich gefreut. Denn dadurch hat er gesehen, dass das Wort Gottes bei den Menschen angekommen ist. Ihm war das Wort Gottes wichtiger als sein Gehalt. Das ist auch eine wichtige Lehre für uns heute, die wir im 21. Jahrhundert leben. Wir haben Wohlstand, wir haben alles. Was ist, wenn wir aufgrund unseres Glaubens mal verzichten müssen? Lohnt es sich heute noch, zu verzichten aufgrund des Glaubens? Oder wollen wir unseren Lebensstandard halten? Wichtig ist, dass es uns gut geht. Vielleicht sogar auf Kosten der biblischen Wahrheit. Er hat das nicht so gemacht. Ihm war die Botschaft wichtiger. Im Jahre 1518 wurde er nach Zürich versetzt. Er wurde eigentlich befördert, er wurde Leutpriester an einem Großmünster. Und dort hatte er natürlich noch viel mehr Einfluss, weil dort an einem Münster kommen ja auch viel mehr Menschen. Aber die Kirchenleiter kamen sofort zu ihm und sagten ihm, wie er arbeiten soll. So sagten sie ihm, und das ist jetzt interessant, du musst nicht versäumen, für die Einkünfte des Domkapitels zu sorgen und auch das Geringste nicht verachten. Ermahne die Gläubigen von der Kanzel und dem Beichtstuhle, alle Abgaben und den Zehnten zu entrichten und durch Gaben ihre Abhängigkeit an die Kirche zu bewähren. Auch die Einkünfte von Kranken, von Opfern und jeder anderen kirchlichen Handlung musst du zu mehren suchen. Das hört sich doch nach Kapitalismus an, oder? Kapitalismus in der Kirche? Ist das das Ziel? Ist es das, um was es geht? Geld? Sie sagten ihm weiter, auch gehört zu deinen Pflichten die Verwaltung des Sakramentes, die Predigt und die Seelsorge. In mancher Hinsicht, besonders in der Predigt, kannst du dich durch einen Vikar ersetzen lassen. Also das ist nicht so wichtig, wenn du mal nicht da bist. Das kann auch jemand anders machen. Aber was wichtig ist, sind die Finanzen. Die müssen stimmen. Da heißt es weiter, die Sakramente brauchst du nur den Vornehmen, wenn sie dich auffordern zu reichen. Du darfst es sonst ohne Unterschied der Person nicht tun. Einfach gesagt, wenn reiche Menschen dich auffordern, ihnen die Sakramente zu geben, dann mach das. Wenn es aber Arme tun, dann mach das nicht. Genau das Gegenteil, was Jesus in der Bibel lehrt. Denn dort heißt es, dass Gott ohne Ansehen der Person richtet. Für Gott und für Jesus sind alle Menschen gleich. Er behandelt alle Menschen gleich gut. Natürlich ließ sich Zwingli das nicht gefallen. Er antwortete ihnen, indem er sagte, das Leben Christi, des Erlösers, ist viel zu lange den Leuten vorenthalten worden. Ich werde vom ganzen Evangelium des Matthäus predigen und nur aus der Quelle der Schrift nehmen und ihre Tiefen ergründen. Einen Abschnitt mit dem anderen vergleichen und nach Verständnis durch dauerndes und ernstes Gebet suchen.
zur Ehre Gottes, seines eingeborenen Sohnes, der wahren Erlösung der Menschen und der Erbauung im wahren Glauben, den ich meinen Dienst weihen werde. Das war Zwingli wichtig. Ihm war nicht das Geld wichtig. Ihm war es nicht wichtig, dass er bei den reichen Menschen gut ankam. Ihm war wichtig, dass Gottes Wort gepredigt wird. Vielleicht auch eine Lehre für uns heute. Wie suchen wir unsere Freunde aus? Geht es darum, dass sie vielleicht finanziell etwas haben? Geht es vielleicht auch bei der Partnerwahl uns darum, dass wir nach denen sehnen, die berühmt sind, die vielleicht etwas auf dem Konto haben? Oder geht es darum, dass wir uns Freunde suchen, die Gott von ganzem Herzen lieben? Einen Partner fürs Leben, der mich auf meinem Glaubensweg begleiten kann. Das ist das, was Zwingli hier aus der Schrift erkannt hat und weitergegeben hat. Leider gefiel das vielen Kirchenleitern damals nicht. Und so taten sie alles, was sie konnten, um das Wirken von Zwingli einzuschränken. Sie opponierten gegen ihn und machten ihm auch das Leben schwer. Nichtsdestotrotz füllte sich die Kirche. Und das war nicht nur eine kleine Kapelle, das war eine Riesenkirche. Die Menschen kamen, weil sie etwas, was ihnen lange vorenthalten worden ist, zum ersten Mal gehört hatten. Das wahre Evangelium aus der Schrift. Und so entstanden zwei Bewegungen in Zürich, in der Schweiz. Eine Bewegung bot dem Volk Vergebung durch Geld an. Wenn du genug gezahlt hast, dann kannst du dir sicher sein, dass dein ewiges Leben sicher ist. Eine andere Bewegung bot dem Volk Vergebung durch das Blut Christi an. Genauso wie es in Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, und das ist eine wichtige Verheißung, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das, was damals erkannt worden ist, ist genauso heute notwendig. Ich bin mir sicher, dass Sie vielleicht nicht viel Geld ausgeben oder gar kein Geld ausgeben, um Vergebung der Sünden zu bekommen. Aber vielleicht ist das der zweite Punkt, der biblische Punkt, bei Ihnen in Vergessenheit geraten und Sie sagen sich, naja, ich bin gar nicht gut genug, Gott kann mir nicht vergeben. Ich bin so weit von Gott entfernt, da hilft gar nichts. Kein Geld, kein Blut, nichts. Die Bibel lehrt, dass Gott jede Sünde vergeben kann. Und das ist die Möglichkeit, das, was in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, in Anspruch zu nehmen, ganz persönlich für sich. Genauso wie in Johannes 8, wo Gott der Ehebrecherin vergibt, wo Jesus Christus der Ehebrecherin vergibt, sagt er ihr noch zusätzlich dann, hat dich keiner verdammt? Sie sagt nein. Er sagt dann, so tue ich das auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ja? Jesus vergibt und gleichzeitig ermutigt er uns und gibt uns die Kraft, den Fehler nicht wieder zu tun. Und das wurde erkannt. Nach langer Zeit. Damals war es so, dass jede Sünde ihren Preis hatte. Also jede Bußübung sozusagen. Jede Sünde, die man getan hat, musste man mit einer Bußübung sozusagen dann wieder in Ordnung bringen. Und das hatte einen gewissen Preis und man konnte sich dem sozusagen entkommen, indem man genug gezahlt hat. Es gab verschiedene Ablassbriefe und was man angestellt hat, konnte man dann erwerben und dann war man wieder frei. In der Schweiz waren die Franziskaner für den Ablasshandel verantwortlich.
Wer war in Deutschland für den Ablasshandel verantwortlich? Die Dominikaner. Tetzel war es bestimmt ein Begriff. Wir haben ja in den vorigen Vorträgen über Luther gesprochen. Und jetzt kam es, dass der Bernardin Samson die Schweiz durchquerte, um die Kasse zu füllen. Und wie kann man das am besten tun? Mit dem Ablassbrief. Und so durchquerte er die Schweiz, zuversichtlich, dass er jetzt genug Geld scheffeln würde. Und man würde ja sagen, naja, theoretisch müsste doch der Ablasshandel jetzt aufhören, denn Zwingli hat ja genug gepredigt. Nein, der Ablasshandel ging nicht ganz zurück. Aber die Einnahmen sanken. Denn es entstanden ja zwei Bewegungen. Die einen hielten an der Tradition fest, die anderen hielten an der Bibel fest. Und so hörte Zwingli davon, dass Samson jetzt in der Schweiz ist und das Geld sozusagen einsammelt, den Ablass verkauft. Er fing an, dagegen zu predigen, gegen die Forderungen von ihm. Und so musste er, der Samson, die Gegend dann verlassen, weil er gemerkt hat, in Zürich ist nicht viel zu holen. Und in der Gegend, wo Zwingli gewirkt hat. Leider passierte in dieser Zeit dann etwas Schlimmes, denn 1519 brach in der Schweiz die Pest aus. Wir kennen das heute eigentlich in unserem Land so gut wie gar nicht. Wir hören aus den Geschichtsbüchern, dass es etwas Schlimmes war, aber man muss sich das einfach mal vorstellen, dass man Menschen scharenweise begraben musste, weil man nie sicher sein konnte, wer der Nächste ist. Und so haben die Menschen gemerkt, wie nutzlos diese Ablasszettel, diese Ablassbriefe waren. Denn sie haben gemerkt, das kann sie nicht wirklich retten. Und hier sehe ich einfach auch, dass Gott sogar in jeder schlimmen Situation noch etwas Gutes tun kann. Es war eine schwere Zeit, eine schlimme Zeit, aber Gott konnte in dieser Zeit besonders wirken, um den Menschen zu zeigen, wie kurz ihr Leben ist. Psalm 90 sagt es so: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Diese Menschen haben das in ihrem Leben umgesetzt, klug zu werden und sich an Gott zu wenden. Leider wurde auch Zwingli krank. Und so dachten viele Menschen, das war's mit dem großen Reformator. Er ist auch erkrankt. Und das ist der sichere Tod eigentlich. Doch er hat den Glauben und auch den Kampf nicht aufgegeben, denn er wollte wieder gesund werden. Und als er gesund geworden ist und gesund geworden war, predigte er mit noch größerem Eifer das Evangelium. Es heißt hier auf der Seite 167, das Interesse an Zwinglis Predigten war enorm. Um ihn zu hören, strömten so viele Menschen ins Großmünster, dass die Kirche bis zum Bersten voll war. Schrittweise entfaltete er die Wahrheit vor seinen Zuhörern. Er behandelte dabei immer nur so viel, wie sie fassen konnten, und achtete sorgfältig darauf, nicht schon zu Beginn Themen zu wählen, die sie aufschrecken und Vorurteile weckten. Seine Kernaufgabe bestand darin, ihre Herzen für die Lehren Christi zu gewinnen, sie durch die Liebe Christi sanftmütig zu machen und ihnen das Beispiel Jesu vor Augen zu malen. Sobald die Menschen die Grundsätze des Evangeliums annahmen, verwarfen sie folgerichtig ihre abergläubischen Vorstellungen und Praktiken. Das ist ein wichtiges Prinzip, was wir hier mitnehmen können. Es ist nicht gut, den Menschen die ganze Wahrheit auf einmal zu bringen.
sondern Schritt für Schritt. Immer so viel, wie sie auch fassen können. Genauso hat Jesus das auch gemacht, als er seinen Jüngern gesagt hat, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht fassen. Und so entfaltet er ihnen die biblischen Wahrheiten Schritt für Schritt. Das große Interesse, das die Menschen an Zwingli hatte, gefiel Rom ganz und gar nicht. Und so schickte der Bischof von Konstanz Abgesandte nach Zürich. Und zwar wollten diese Abgesandten den Stadtrat, die Stadträte so beeinflussen, dass sie sich gegen Zwingli stellten und ihn ausliefern würden. Denn diese beschuldigten, als sie ankamen, beschuldigten sie Zwingli der Übertretung der Gesetze der Kirche. Das ist das, was sie dann dem Stadtrat sozusagen vorlegten. Denn Zwingli, so war ihre Aussage, würde den bürgerlichen Frieden gefährden. Das ist immer das gleiche Prinzip, was wir auch in der Bibel finden. Als Ahab und Elia zusammentrafen in 1. Könige 18, was sagt Ahab zu Elia? Da bist du nun, der du Israel in dieses Unglück stürzt. Und wie antwortet Elia? Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du, weil du des Herrn Gebote verlassen hast und den Baalen anhängst. Das ist das, was immer wieder gebracht wird. Menschen, die sagen, ich möchte der Bibel folgen, werden oft als Unruhestifter gebrandmarkt. Selbst manchmal in der eigenen Familie. Dabei haben sie nur den Wunsch, Gottes Willen zu tun. Zwingli antwortete aber darauf, indem er sagte, ich habe schon beinahe 4 Jahre lang das Evangelium Jesu mit saurer Mühe und Arbeit gepredigt. Zürich ist ruhiger und friedlicher als jeder andere Ort der Eidgenossenschaft. Und dieses schreiben alle guten Bürger dem Evangelium zu. Ist das nicht interessant, was für eine Macht die Bibel hat, das Wort Gottes? Wenn alle Menschen nach dem Wort Gottes, nach den 10 Geboten leben würden, ja, dann bräuchten wir doch keine Angst mehr zu haben. Dann hätten wir Sicherheit und Frieden. Wer kann dann noch sagen, dass wenn man das Wort Gottes predigt, dass man die Stadt oder ein Land ins Unglück stürzt? Ganz im Gegenteil, es wird viel besser und ruhiger und friedlicher. Aber die Abgesandten ließen nicht locker. Als dieses Argument nicht gezogen hat, kamen sie mit einem anderen. Sie sagten, es gibt kein Heil außerhalb der Kirche. Das ist doch richtig, oder? Es gibt kein Heil außerhalb der Kirche. Steht das nicht auch in der Bibel? In Johannes 14, Vers 6, wo es heißt, die Kirche ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch die Kirche. Natürlich steht das nicht da drin. In Johannes 14, Vers 6 heißt es, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Kirche ist wichtig und gut. Jesus Christus hat die Kirche selbst gegründet. Aber die Kirche steht nicht über der Bibel. Die Kirche richtet sich nach der Bibel und folgt der Schrift. Dann erfüllt sie ihre wahre Aufgabe. Auch wir wollen die Kirche, die Gemeinde unterstützen, weil Gott das ja auch so möchte. Aber immer nach dem, was in der Bibel steht. Zwingli widerlegte diese Behauptung mit der Schrift, indem er genauso auf die Schrift verwies und sagte, das Heil kommt von Christus, nicht von einem Gebäude, nicht von einer Institution. Wir werden als Menschen erlöst, nicht als
Mitglieder einer Organisation. Wir werden durch den Glauben erlöst. Und als Zwingli das vorgetragen hat, bekannte sich danach sogar einer dieser Abgesandten zum reformierten Glauben. Was für ein Wunder. Als alles nicht mehr ging, hat Rom gesagt, wir wollen mit einem Streitgespräch die Reformation in der Schweiz beenden. Der Ort wurde ausgesucht in Baden im Kanton Aargau und dort wurde ein bestochener Richter eingesetzt, der dann darüber urteilen soll. Er wurde natürlich von der katholischen Kirche bestochen, um zu ihren Gunsten das Urteil zu fällen. Den Personen, den Menschen, die die Reformation unterstützten und dem Stadtrat, war es aber klar, wenn Zwingli dahin gehen würde, könnte keiner für seine Sicherheit garantieren. Denn man erinnerte sich nur zu gut, was mit Hus geschah, als er auch an einen Ort gehen sollte, um seine Sache vorzutragen. Sie wussten, dass wenn Zwingli dahin geht, Schwert und Feuer auf ihn warten würden. Und so beschloss man, dass Öko Lampart und Berthold Haller ihn vertreten würden. Man hat festgeschrieben und das festgesetzt, dass keiner außer den römischen Schreibern, die vor Ort waren, über den Verlauf dieser mehrtätigen Auseinandersetzung berichten dürften. Aber es gab Studenten, Anhänger der Reformation, die gesagt haben, wir merken uns, was gesagt worden ist und schreiben uns das nieder und nachts bringen wir das dann zu Zwingli. Der hat das dann in der Nacht gelesen und den Reformatoren, die vor Ort waren, die da die Sache unterstützt haben, geantwortet, Tipps gegeben, wie man hier mit der Bibel noch argumentieren kann. Und diese sind dann am frühen Morgen in die Stadt sozusagen wieder gegangen und haben das Öko Lampart und dem Berthold wiedergegeben. Und so hat Zwingli doch noch diese Sache, dieses Streitgespräch unterstützen können. Wie ist es denn nun jetzt verlaufen, dieses Streitgespräch? Auf der Seite 170 wird Folgendes berichtet. Siegesgewiss waren die Vertreter Roms in ihren kostbaren Gewändern und mit funkelnden Juwelen nach Baden gekommen. Sie lebten in Saus und Braus und ihre Tafeln waren mit den köstlichsten Leckerbissen und ausgesuchtesten Weinen gedeckt. Als Ausgleich zu ihren geistlichen Pflichten wurde gefeiert und gezecht. In auffallendem Gegensatz dazu stand der Auftritt der Reformatoren, die vom Volk kaum höher eingeschätzt wurden als eine Gruppe von Bettlern, deren anspruchslose Mahlzeiten sie nur kurze Zeit bei Tisch hielten. Der Hauswirt Öko Lamparts nahm die Gelegenheit wahr, ihn in seinem Zimmer zu beobachten und fand ihn regelmäßig entweder beim Studium oder im Gebet. Deshalb sagte er sehr verwundert, man muss gestehen, das ist ein sehr frommer Ketzer. Manchmal sprechen Taten mehr als Worte, oder? Und genauso war das bei diesen Reformatoren auch. Gott benutzt Menschen, die nicht viel von sich halten, die demütig sind, aber das Wort Gottes schätzen. Und genauso kann er auch uns benutzen, wenn wir diesem Beispiel folgen. Die Vertreter der römischen Seite, angeführt von Dr. Eck, der auch mit Luther schon ein Streitgespräch geführt hat, trat natürlich siegessicher auf. Denn das wollte er auch. Ihm wurde nämlich eine große Belohnung zugesichert. Er sollte viel Geld bekommen, wenn er es schaffen würde. Und so argumentierte Dr. Eck und berief sich immer wieder auf die Tradition. Wieso tun wir das so? Weil es die Tradition so sagt. Und wenn er mal keinen Erfolg hatte, dann nutzte er die Gelegenheit, um die Reformatoren zu beleidigen.
Öko Lampard machte genau das Gegenteil. Er berief sich auf die Schrift und sagte: Über allen Übungen steht in unserem Schweizer Lande das Landrecht. Unser Landbuch aber ist in Glaubenssachen die Bibel. Und so dauerte die Disputation 18 Tage. Auf der Seite 170 wird beschrieben, wie dieses Streitgespräch ausgegangen ist. Da heißt es, die Disputation dauerte 18 Tage. Mit großer Zuversicht beanspruchten die Vertreter des Papsttums am Ende den Sieg für sich. Die meisten Abgesandten ergriffen Partei für Rom und die Tagung ließ verlauten, dass die Reformatoren besiegt worden wären und zusammen mit ihren Anführern Zwingli aus der Kirche ausgeschlossen seien. Doch die Früchte dieser Tagung offenbarten, welche Seite tatsächlich die überlegene war. Denn die Streitgespräche verliehen der protestantischen Sache starken Auftrieb. Nur wenig später bekannten sich die wichtigen Städte Bern und Basel zur Reformation. Ist es nicht unglaublich, wie Gott im dunklen Mittelalter Schritt für Schritt durch Menschen, die sich demütig auf seine Seite gestellt haben, ganze Städte, sogar ganze Länder durch diese Reformation veränderte. Und deshalb finde ich dieses Zitat, das wir am Anfang gelesen haben, so wichtig. Wenn wir etwas Großes bewirken wollen für Gott in unserem Leben zuallererst, wenn wir eine Reformation in unserem Leben erleben wollen, dann ist das wichtig, was auf Seite 159 steht. Gott geht an Menschen vorbei, die viel von sich halten, die denken, ich brauche nichts. Ich kann von Gott nichts mehr lernen. Ich kann von anderen Menschen nichts mehr lernen. Die Bibel ist nicht wichtig. Ich habe vielleicht sogar studiert. Ich habe die ganze Erkenntnis. Gott sucht Menschen, die demütig sind. Und genauso heißt es hier, diese waren in ihrer eingebildeten Überlegenheit, diese Menschen, die viel von sich halten, nämlich so stolz und selbstsicher, dass sie gar nicht mehr dazu bewegt werden konnten, ihren Mitmenschen Anteilnahme zu zeigen und Mitarbeiter des demütigen Mannes von Nazareth zu werden. Was wäre, wenn wir heute diese Reformation weiterführen würden? Es ist möglich. Die Voraussetzungen: Liebe für die Mitmenschen und Demut von Jesus Christus. Wäre das nicht eine Möglichkeit? Ist das nicht auch Ihr Wunsch heute, diesem Beispiel zu folgen? Es ist möglich. Die Entscheidung liegt bei uns. Amen. Ich würde noch gerne mit Ihnen beten und möchte Sie einladen, dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, möchten dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir heute etwas Wichtiges studieren konnten, wie du Menschen gebrauchen kannst, wenn sie sich ganz auf deine Seite stellen, demütig sind und deine Liebe für Menschen haben. Herr, wir bitten dich, dass wir dem Beispiel Jesu und auch dem Beispiel Zwingli, der Jesus nachgefolgt ist, dass wir uns daran orientieren und auch in unserem Leben eine Reformation, eine Erweckung und Reformation erleben. Segne uns dabei und hilf, dass wir auch in unserem Haus, in unserer Stadt und sogar in unserem Land einen Unterschied machen können. Danke dir dafür. In deinem Namen. Amen.